Kim Jong-un, der Führer von Nordkorea, erregt seit Jahren weltweit Kontroversen und Neugier. Obwohl sein Land mit ernsthaften wirtschaftlichen Problemen und Hunger kämpft, unterscheidet sich das Leben von Kim Jong-un selbst diametral vom Alltag eines durchschnittlichen nordkoreanischen Bürgers. Er gilt als einer der reichsten und luxuriösesten Führer der Welt, obwohl genaue Daten über sein Vermögen schwer zu verifizieren sind. Nach verschiedenen Schätzungen beträgt der Wert des Vermögens von Kim Jong-un etwa 5 Milliarden Dollar. Dieser Reichtum resultiert hauptsächlich aus staatlichen Ressourcen, die Kim und seine Familie über zahlreiche ausländische Bankkonten kontrollieren, die in Ländern wie der Schweiz, China und Russland angelegt sind. Er besitzt auch über 20 Luxusresidenzen, die über ganz Nordkorea verteilt sind, eine Flotte von über 100 Luxusautos sowie ein Privatflugzeug und eine Yacht, die über 30 Meter lang ist. Paläste und Residenzen. Dies sind perfekt verborgene Luxuskomplexe, die den Reichtum und die Macht symbolisieren, die Kim Jong-un angehäuft hat. Diese Residenzen befinden sich an strategischen Orten in Nordkorea und bieten dem Diktator nicht nur Komfort, sondern auch absoluten Schutz. Einer der bekanntesten Komplexe ist Ryongsong, die Hauptresidenz von Kim Jong-un, gelegen am Stadtrand von Pyongyang. Dieser Komplex umfasst luxuriöse Gebäude, künstliche Seen und auch Gärten, die Sicherheit im Falle einer Bedrohung, einschließlich eines nuklearen Angriffs, gewährleisten sollen. Ryongsong wird streng bewacht, umgeben von Minenfeldern und einem elektrischen Zaun, und das gesamte Gebiet wird von zahlreichen Wachposten überwacht. Interessanterweise sind einige der Residenzen durch unterirdische Tunnel verbunden, die eine schnelle und diskrete Fortbewegung zwischen ihnen ermöglichen, sogar mit Zugang zu privaten Eisenbahnlinien, was die Privatsphäre des Führers erheblich erhöht. Ein weiterer luxuriöser Ort ist die Villa in Wonsan, ein Anwesen an der Küste, ausgestattet mit einem privaten Pier, an dem die Yachten von Kim Jong-un anlegen. Wonsan ist auch ein Erholungsort für hochrangige Beamte, wo sich neben reich ausgestatteten Residenzen ein langer Streifen weißer Strand befindet, der in perfektem Zustand gehalten wird. In der Nähe sind Luxusjachten zu sehen, darunter Einheiten, die von 50 bis 80 Meter lang sind, mit Schwimmbädern und Wasserrutschen. Kim verfügt auch über private Inseln in der Nähe von Wonsan, ausgestattet mit Residenzen, die in perfektem Zustand gehalten werden, obwohl er sie selten nutzt. Seine private Flotte von Luxusjachten, von denen jede Million Dollar kostet, zeugt von seiner Vorliebe für einen luxuriösen Lebensstil, der für die meisten Einwohner seines Landes unzugänglich ist. Erwähnenswert ist auch die Sommerresidenz in Kangdong, in der Nähe von Pyongyang gelegen, die hauptsächlich während der Ferienzeit und bei der Organisation privater Empfänge mit hochrangigen Beamten genutzt wird. Die Residenz in Kangdong ist mit zahlreichen Annehmlichkeiten ausgestattet, wie Schwimmbädern, Stallungen oder Pferderennbahnen. Das Ganze ist in einer Zone mit erhöhter Sicherheit eingeschlossen, umgeben von Wachposten, was den Zugang für Außenstehende unmöglich macht. Interessanterweise sind diese Komplexe nicht nur Wohnorte, sondern auch strategische Kommandostellen. Jede der Residenzen ist mit fortschrittlicher Technologie ausgestattet und einige verfügen sogar über private Bahnhöfe innerhalb des Geländes, was einen diskreten und schnellen Transport zwischen den Residenzen ermöglicht, auch im Falle von Krisensituationen. Die Sammlung von Autos und Yachten. Dies ist eine beeindruckende Sammlung exklusiver Fahrzeuge und Wasserfahrzeuge, die den Prunk und den verfeinerten Geschmack bezeugen, mit dem sich der Führer Nordkoreas umgibt. Die Autoflotte umfasst einige der teuersten Modelle, die weltweit erhältlich sind, trotz internationaler Sanktionen, die den Verkauf von Luxusgütern nach Nordkorea verbieten. Unter ihnen befinden sich gepanzerte Limousinen des Typs Mercedes-Maybach S600, die neben luxuriösen Innenräumen über fortschrittliche Schutztechnologien verfügen, die die Passagiere vor Schusswaffenbeschuss und Explosionen schützen können. Jede dieser Limousinen kann bis zu einer halben Million Dollar kosten und ihr Transport nach Pyongyang erfolgt über komplizierte Schmuggelrouten, die Zwischenstopps in Ländern wie China, Russland oder den Niederlanden einschließen. Die Autosammlung umfasst auch andere Luxusmodelle wie den Rolls-Royce Phantom, den Lexus LX570 sowie den amerikanischen Cadillac Escalade. Der Besitz einer so großen Anzahl von Fahrzeugen ist nicht nur Ergebnis seiner Vorliebe für Luxus, sondern dient auch dazu, den politischen Status und das Prestige unter seinen engsten Mitarbeitern und ausländischen Würdenträgern zu betonen.
Die gesamte Sammlung wird auf mindestens 100 Fahrzeuge geschätzt, von denen die meisten illegal importierte Autos sind, oft durch Vermittler in Drittländern. Was die Wasserfahrzeuge betrifft, so ist die Yachtflotte ebenso beeindruckend. Eine der wichtigsten Yachten ist eine 80 Meter lange Einheit, ausgestattet mit 4 Schwimmbahnen und einem Pool von internationaler Größe. An Bord befinden sich auch luxuriöse Kabinen und Orte für die Organisation privater Bankette, was das hohe Niveau an Unterhaltung und Komfort unterstreicht, von dem der Eigentümer profitiert. Darüber hinaus liegen in seinen privaten Residenzen an der Küste und auf den Inseln, die ebenfalls ihm gehören, kleinere Yachten und Freizeitboote vor Anker, die für kürzere Ausflüge dienen. Insbesondere die Villa in Wonsan ist bekannt für ihre hervorragende Infrastruktur für Wasserfahrzeuge. Breite Piers, malerische Strände und private Inseln sind Schlüsselelemente dieses Komplexes. Diese Yachten, oft als schwimmende Paläste bezeichnet, sind Orte privater Treffen und dienen manchmal auch dazu, ausländische Gäste zu empfangen. Einer der interessanteren Aspekte dieser Yachten ist ihre systematische Modernisierung und Wartung, obwohl die meisten von ihnen in den 90er Jahren gekauft wurden. Derzeit wurde ein Teil von ihnen renoviert, was auf den Einsatz großer finanzieller Mittel für ihre Instandhaltung hinweist. Zum Beispiel wurde eine der Yachten, die ursprünglich 55 Meter Maß, umgebaut und ihr Deck wurde erweitert, um den Raum für Passagiere noch mehr zu vergrößern. Private Züge und Flugzeuge. Dies sind wesentliche Elemente der Transportinfrastruktur, die sowohl Komfort als auch Sicherheit gewährleisten. Der Zug, mit dem er regelmäßig reist, ist nicht nur ein Symbol der Macht, sondern auch eine mobile Festung, die während der Reise maximalen Schutz und Komfort bietet. Diese Tradition der Nutzung des Zuges geht auf die Zeiten seines Großvaters Kim Il-sung zurück, der einen Luxuszug als Geschenk von Josef Stalin erhielt. Von diesem Moment an wurde das Reisen mit dem Zug zur bevorzugten Transportmethode für nordkoreanische Führer. Kim Jong-il, der Vater des aktuellen Führers, nutzte den Zug aufgrund seiner Flugangst und durchquerte Tausende von Kilometern zu Orten wie Moskau während eines Besuchs in Russland im Jahr 2001, wobei er über 10 Tage reiste. Kim Jong-un setzt diese Tradition fort und nutzt einen Zug, der vollständig gepanzert ist und aus zahlreichen Waggons besteht, die mit modernster Technologie ausgestattet sind. Dieser Zug, genannt Taeyangho, enthält Schlafzimmer, Konferenzräume und sogar luxuriöse Kabinen mit roten Ledersesseln. Im Inneren befinden sich auch Fernseher, Satellitentelefone und Sicherheitssysteme, die es Kim ermöglichen, während der Reise das Land zu regieren. Dieser Zug, der sich mit einer Geschwindigkeit von nur 45 Kilometern pro Stunde bewegt, wird ständig überwacht und geschützt. Ihm voraus fährt ein zusätzlicher Zug, der die Schienen auf Gefahren wie Bomben oder Hinterhalte überprüft. Und ein weiterer Zug transportiert die Sicherheitskräfte. Im Gegensatz zu seinem Vater meidet Kim jedoch nicht Flugreisen. Er besitzt ein privates Flugzeug vom Typ Ilyushin 62, bekannt als Chamae 1, das ein Symbol der nordkoreanischen Macht ist. Das Flugzeug, benannt nach dem Nationalvogel Nordkoreas, verfügt über ein modernisiertes Interieur, das ihm die Möglichkeit bietet, Besprechungen abzuhalten und an Bord zu arbeiten. Dieses Flugzeug wurde sowohl für Inlands- als auch für internationale Reisen genutzt. Kim nutzte es erstmals während eines offiziellen Besuchs in China im Jahr 2018, wo er sich mit Präsident Xi Jinping traf. Das Flugzeug Chamae 1 wird nicht nur von Kim Jong-un, sondern auch von den wichtigsten Mitgliedern seines Umfelds genutzt. Zum Beispiel wurde dieses Flugzeug im Jahr 2018 verwendet, um eine nordkoreanische Delegation, darunter Kim Jong-uns Schwester Kim Yo-jong, zu den Olympischen Winterspielen in Südkorea zu transportieren. Das Flugzeug zeichnet sich durch eine elegante weiße Silhouette mit dem Wappen Nordkoreas und der Nationalflagge am Heck aus. Im Flugzeug gibt es mehrere Kabinen, darunter speziell angepasste Räume für Treffen auf höchster Ebene. Trotz seiner Flugangst hat Kim Jong-un mehrfach gezeigt, dass er keine Angst hat, die Luftfahrt zu nutzen. Seine Luftflotte umfasst auch andere Maschinen, wie die Antonov 148, die in Dokumentarfilmen des nordkoreanischen Fernsehens erschienen ist. Interessanterweise sendeten die staatlichen Medien im Jahr 2015 einen Film, in dem Kim ein leichtes Flugzeug pilotiert und seine fliegerischen Fähigkeiten demonstriert.
Diese Flugzeuge erfüllen trotz ihres relativ hohen Alters im Vergleich zu den neuesten Maschinen der Welt immer noch ihre Funktionen und bleiben ein Zeichen von Kim Jong-uns Macht. Exklusive Leidenschaften. Dies ist eine reiche und vielfältige Sammlung von Vorlieben, die von einem verfeinerten Geschmack und einer Vorliebe für Luxus zeugen. An der Spitze dieser Leidenschaften steht seine Faszination für exklusive Lebensmittel, von denen das Wichtigste das Kobe-Rindfleisch ist, eines der teuersten und am meisten geschätzten Fleischsorten der Welt. Dieses Rindfleisch, das bis zu 150 Dollar pro Pfund kosten kann, stammt aus der japanischen Region Kobe und erfüllt strenge Qualitätskriterien. Dieses Fleisch landet regelmäßig auf dem Tisch des nordkoreanischen Führers, der sich mit den besten Produkten aus der ganzen Welt umgibt. Neben Rindfleisch genießt Kim Delikatessen wie Hummer, Kaviar oder Käse, der aus Frankreich importiert wird. Und seine Küche bietet Gerichte aus den unterschiedlichsten Ecken der Welt, von chinesischen bis hin zu französischen. Eine ungewöhnliche Vorliebe von Kim Jong. Und ist auch Kaffee. Importdaten aus dem Jahr 2017 zeigen, dass Nordkorea im Jahr 2016 Kaffee aus Brasilien im Wert von 900.000 Dollar importierte. Solch enorme Summen, die für Kaffee ausgegeben werden, zeugen davon, dass Kim keine Ausgaben scheut für das, was er als Produkte höchster Qualität ansieht. Und brasilianischer Kaffee wird als einer der besten der Welt angesehen. Produkte wie der Kaffee-Verzender Santa Ines, dessen Preis bis zu 500 Dollar pro Pfund erreicht, landen auf dem Tisch des Diktators, der sich regelmäßig an ihrem Geschmack erfreut. Doch kulinarische Exzesse sind nur ein Teil seiner exklusiven Interessen. Kim Jong-un ist auch ein großer Liebhaber luxuriöser Alkohole, unter denen Kristall, ein Champagner von außerordentlich hohem Ansehen, eine besondere Rolle spielt. Flaschen dieses Luxusgetränks kosten normalerweise Hunderte von Dollar und einige können sogar bis zu mehreren Tausend reichen. Während Empfängen trinkt Kim Jong-un oft zwei Flaschen Kristall auf einmal, was sich in einer enormen Menge an Kalorien und einer Zunahme seines Gewichts niederschlägt, für das er bekannt ist. Seine Faszination für luxuriöse Alkohole beschränkt sich jedoch nicht nur auf Champagner. Kim genießt regelmäßig auch den französischen Cognac Hennessy, der auch bei seinem Vater Kim Jong-il beliebt war. Die nordkoreanische Elite gab jährlich bis zu 1 Million Dollar für diesen Schnaps aus, dessen Flasche in Nordkorea etwa 630 Dollar kostet. Mehr als das Jahreseinkommen eines durchschnittlichen Bürgers. Kim Jong, uns Vorliebe für Luxus endet nicht bei Lebensmitteln und Alkohol. Room 39. Dies ist ein geheimes Regierungsbüro in Nordkorea, das für die Generierung enormer Einnahmen für das Regime von Kim Jong-un verantwortlich ist. Es stellt eine Schlüsselkomponente des finanziellen Systems dar und ermöglicht die Finanzierung nicht nur des militärischen Staatsapparats, sondern auch des luxuriösen Lebensstils des Führers und der politischen Eliten. Das Büro agiert im Verborgenen und seine Existenz ist selbst für die meisten nordkoreanischen Bürger ein Geheimnis. Room 39, auch bekannt als Office 39, beschäftigt sich mit einer Reihe von Aktivitäten, sowohl legalen als auch illegalen, wie dem Handel mit Gold, Diamanten, Drogen sowie Währungsfälschung und Cyberkriminalität. Eine der wichtigsten Einnahmequellen des Büros sind Schmuggel- und Fälschungsoperationen, einschließlich der Herstellung gefälschter US-Dollar, bekannt als Superdollars, die so perfekt ausgeführt sind, dass sie kaum von echten Banknoten zu unterscheiden sind. Darüber hinaus kontrolliert das Büro ein Netzwerk von Scheinfirmen, die im Ausland tätig sind und legal und illegal Finanzmittel für das nordkoreanische Regime beschaffen. Diese Firmen beteiligen sich an internationalen Finanzoperationen und schmuggeln Luxusgüter wie Mercedes-Maybach-Autos, Kristall-Champagner, Hennessy-Cognac und Rolex-Uhren. Das Büro Room 39 ist auch für die Organisation eines Systems der Zwangsarbeit nordkoreanischer Bürger im Ausland verantwortlich. Tausende von Menschen werden zur Arbeit in Länder wie Russland, China und sogar in den Nahen Osten geschickt, wo sie unter schwierigen Bedingungen arbeiten und ihre Einkünfte fließen direkt in die Staatskasse. Es wird geschätzt, dass seit dem Jahr 2011 die Einnahmen aus Zwangsarbeit Milliarden von Dollar betragen, was eine wichtige Quelle für die Aufrechterhaltung des luxuriösen Lebensstils der herrschenden Elite darstellt. Room 39 beschränkt sich jedoch nicht nur auf finanzielle Aktivitäten. Das Büro ist auch in die Aufrechterhaltung der Kontrolle über nationale und ausländische Eliten durch Korruption und die Verteilung von Luxusgütern involviert.
Neben dem Schmuggeln von Luxusautos beschäftigt sich das Büro mit der Beschaffung der neuesten Technologien, von Elektronik bis hin zu Luxusprodukten wie Chanel-Handtaschen oder Montblanc-Uhren, die als Geschenke an loyale Mitglieder des Regimes überreicht werden. Die Operationen von Room 39 haben weitreichende Konsequenzen nicht nur für das interne Funktionieren Nordkoreas, sondern auch für seine internationalen Beziehungen. Obwohl das Büro im Schatten agiert, wurde seine Tätigkeit mehrfach enthüllt und einige Operationen wie Währungsfälschungen und Cyberangriffe waren Gegenstand von Untersuchungen internationaler Institutionen. Trotzdem bleibt Room 39 eines der hermetischsten und effektivsten Werkzeuge in den Händen des Regimes, das den Machterhalt und die Finanzierung des luxuriösen Lebensstils von Kim Jong-un ermöglicht, selbst angesichts strenger Sanktionen. Loyalität durch Luxus. Das ist die entscheidende Strategie, die Kim Jong-un anwendet, um seine Macht in Nordkorea aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Das Regime basiert auf einem System, in dem materielle Privilegien und der Zugang zu exklusiven Gütern als Belohnung für Loyalität gegenüber dem Führer dienen. Unter Bedingungen des allgemeinen Mangels werden Luxusgüter wie luxuriöse Apartments, Autos, Kleidung, Uhren und modernste Technologie zu Symbolen von Macht und Prestige unter den ausgewählten Mitgliedern der nordkoreanischen Elite. Der Führer verwendet diese Güter nicht nur als Belohnung, sondern auch als Mittel zur Kontrolle und Manipulation. Kim Jong-un verfolgt seit Jahren die Strategie, loyale Mitglieder seiner Umgebung mit schwer zugänglichen Luxusgütern zu belohnen, insbesondere in einem Land, das mit erheblichen wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen hat. Zum Beispiel erhalten einige loyale Mitarbeiter luxuriöse Apartments in neu errichteten Stadtvierteln von Pyongyang, wo nur die Elite Zugang zu modernen Gebäuden und Annehmlichkeiten wie privaten Gärten, modernster Technologie und speziellen Geschäften mit exklusiven Waren hat. Diese Luxusgüter heben nicht nur das Ansehen der Elite, sondern machen sie auch vom Führer abhängig, der ihre Privilegien im Falle von Illoyalität jederzeit entziehen kann. Ein Beispiel für diese Strategie ist die Situation im Jahr 2019, als Kim Jong-un der berühmten Nachrichtensprecherin Ri Chun-hee, die jahrzehntelang das Gesicht der nordkoreanischen Propaganda war, öffentlich eine luxuriöse Wohnung schenkte. In den nordkoreanischen Medien wurde der Moment gezeigt, in dem Kim Ri persönlich in ihre neue Wohnung führte, um zu unterstreichen, wie wichtig ihm die Belohnung loyaler Mitglieder seines Regimes ist. Diese Verteilungspolitik betrifft jedoch nicht nur materielle Güter. Kim Jong-un sorgt auch für den Zugang zu luxuriösen Dienstleistungen wie privaten medizinischen Einrichtungen oder exklusiven Schulen für die Kinder der Elite, was ihre Position im Land zusätzlich stärkt. Das Regime nutzt Luxusgüter als Schlüsselelement zum Aufbau einer Gesellschaftsstruktur, in der Loyalität nicht nur erwartet, sondern auch großzügig belohnt wird. Auf diese Weise bleibt die Macht von Kim Jong-un auf stabilen Fundamenten bestehen und jedes loyale Mitglied der Elite ist sich bewusst, dass seine Position und sein Wohlstand von bedingungsloser Treue zum Führer abhängen. Geheime Auslandsresidenzen. Dies sind luxuriöse Immobilien, die Kim Jong-un außerhalb Nordkoreas besitzt, obwohl sie sorgfältig vor der Öffentlichkeit verborgen werden. Einer der bekanntesten ausländischen Orte, die mit Kim in Verbindung gebracht werden, ist die Schweiz, wo er einen Teil seiner Jugend verbrachte. In den 90er Jahren besuchte er dort unter falschem Namen Privatschulen und dieses Land wurde zu einem Schlüsselpunkt seiner internationalen Verbindungen. Es gibt zahlreiche Spekulationen, dass Kim oder seine Familie dort Immobilien besitzen, die sowohl für private Zwecke als auch während diskreter Besuche in Europa genutzt werden. Die Schweiz ist für die Kim-Familie ein strategischer Ort aufgrund der langjährigen Verbindungen zum Bankensystem dieses Landes, das das Verbergen von Vermögen erleichtert. Hier könnten geheime Konten entstanden sein, auf denen bedeutende Geldsummen aufbewahrt werden, die zur Finanzierung des luxuriösen Lebensstils von Kim Jong-un dienen. Die Schweiz, ein neutraler Staat, bietet auch stabile und sichere Bedingungen für eventuelle Investitionen der Familie. Spekulationen über den Besitz von Immobilien durch Kim Jong-un beschränken sich nicht nur auf Europa. In China, einem der engsten Verbündeten Nordkoreas, wird auch von privaten Residenzen des nordkoreanischen Führers gesprochen. Dank der Beziehungen zur chinesischen Regierung kann Kim über Immobilien an der Ostküste Chinas verfügen, was ihm erleichtert, Kontakte zu den chinesischen Eliten zu pflegen und diskret zwischen den Ländern zu reisen.
Solche ausländischen Besitztümer sind nicht nur ein Symbol für den Reichtum und Einfluss von Kim Jong-un, sondern auch ein wichtiger Bestandteil seiner Schutzstrategie. In einer Krisensituation, in der Kim Nordkorea verlassen müsste, könnten diese Residenzen als sichere Zufluchtsorte dienen. Darüber hinaus werden sie auf höchstem Standard gehalten, ähnlich wie seine Residenzen im Land, was den luxuriösen Charakter von Kim Jong-uns Leben im Vergleich zu seinen Bürgern zusätzlich unterstreicht. Luxuriöse Erholungszentren. Dies sind exklusive Orte, die von Kim Jong-un geschaffen wurden, um nicht nur das Prestige des Regimes zu erhöhen, sondern auch den nordkoreanischen Eliten und potenziellen Touristen Komfort zu bieten. Das bekannteste und umfangreichste Beispiel für eine solche Investition ist das Skigebiet Masikryong, das in einem Eiltempo innerhalb von nur 10 Monaten gebaut und im Jahr 2014 eröffnet wurde. Sein Bau, überwacht von Kim Jong-un, sollte die Fähigkeit des Regimes zeigen, fortschrittliche Infrastruktur zu schaffen, trotz internationaler Sanktionen und der schwierigen wirtschaftlichen Lage des Landes. Masikryong ist ein modernes Skikomplex, gelegen in malerischem Berggelände in der Nähe der Stadt Wonsan am Japanischen Meer. Die Lage des Resorts sollte ein Schlüsselelement seines Prestiges sein, indem es sowohl Zugang zu Wintersportarten als auch die Nähe zu einem Küstenkurort verbindet. Das Haupthotel des Resorts, das Masikryong Hotel, bietet luxuriöse Annehmlichkeiten für Gäste, darunter ein Schwimmbad, Saunen, einen Massagesalon und Restaurants, die eine Vielzahl von Gerichten servieren. Das Resort verfügt auch über einen Hubschrauberlandeplatz, der einen schnellen Transport für ausländische Gäste ermöglicht, was den exklusiven Charakter des Resorts unterstreichen soll. Das Ausmaß der Investition in Masikryong war enorm. Der Bau verschlang über 35 Millionen Dollar. Und das Resort sollte sowohl nationale Würdenträger als auch ausländische Touristen anziehen. Obwohl Skifahren in Nordkorea kein populärer Sport ist, sollte dieses Resort ein Aushängeschild für die Modernisierung und Offenheit des Regimes gegenüber weltweiten Freizeitstandards sein. Im Rahmen der Investition wurden auch moderne Skipisten mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad sowie eine Skischule für Kinder und Anfänger geschaffen. Der Bau des Resorts war auch ein propagandistisches Unterfangen des Regimes, das darauf abzielte, die Masikryong-Geschwindigkeit zu zeigen, was auf einen nationalen Slogan verweist, der das Tempo der Projektdurchführung mit Cholima, dem Symbol des koreanischen Tempos der industriellen Entwicklung, vergleicht. Beim Bau des Komplexes arbeiteten Soldaten der koreanischen Volksarmee und seine Fertigstellung in so kurzer Zeit wurde zu einem Grund für nationalen Stolz und ein Propagandamittel, um die Macht des Regimes zu demonstrieren. Im Rahmen eines langfristigen Plans sollte Masikryong bis zu 1 Million Touristen pro Jahr anziehen und das Regime plante, das Resort als Teil der touristischen Infrastruktur während der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang im Jahr 2018 zu nutzen. Trotz der Einschränkungen durch die von den Vereinten Nationen verhängten Sanktionen strebte Nordkorea weiterhin die Entwicklung seines Tourismussektors an, indem es in Orte wie Masikryong investierte. Das Resort ist ein Beweis für Kim Jong. Uns Obsession mit dem Bau luxuriöser Orte für die nordkoreanische Elite und ausländische Gäste. In Wirklichkeit ist es ein Symbol für den Kontrast zwischen dem Reichtum und Luxus, von dem eine kleine Gruppe von Auserwählten profitiert, und den harten Realitäten des Lebens der Mehrheit der nordkoreanischen Bürger.